St. Pölten, Landesparteitag der ÖVP Niederösterreich. Heute wird die Nachfolge von Erwin Bröll gewählt. Es gibt eine Kandidatin, das wird eine spannende Wahl. Herr Kurz, dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ganz kurz, ne? Bitte sehr. Kurz, ein paar Fragen. Ganz kurz, bitte, ganz kurz. Wenn man 30 Jahre in St. Pölten gearbeitet hat, ist man gut vorbereitet auf den Tod, ne? Bitte, noch einmal die Frage nicht verstanden. Derzeit beginnt die Krötenwanderung. Endlich was los in St. Pölten, ne? Weiß ich nicht, wie es das jetzt glaubt. Die Türkenwanderung, oder haben Sie gesagt? Krötenwanderung. Keltenwanderung. Krötenwanderung. Eine Krötenwanderung, auch bei uns in Niederösterreich tut sich was. Krötenwanderungen passieren Land auf, Land ab. Eine Ära geht zu Ende, ne? Niederösterreich ist frei. Na, das würde ich jetzt nicht so sagen. Es heißt, Erwin Bröll hat die Menschen entweder ans Herz gedrückt oder an die Wand, stimmt es? Wer sagt das? Hört mal. Wo haben Sie es gehört? In Niederösterreich? Auch aus Niederösterreich. Sagen Sie mal den. Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Amtszeit, was war für Sie persönlich wichtiger? Bürgernähe oder Bürgerinnennähe? Oder was? Bürgerinnennähe. Wie soll ich diese Frage verstehen? Bröll gilt ja als Landesvater. Nicht viele hier könnten auch seine Kinder sein. Was glauben Sie, wie viele sind es tatsächlich? Sehr, sehr schwere Frage. Hat man hier vor Ort keine Antwort? Nein, nicht wirklich. Weil wir sind eigentlich aus einem Industrievierteln und da ist das nicht so. Ich glaube, da sind keine Kinder vor ihm. Hat es Sie nie gereizt, um in die echte Politik zu gehen, also in den Bund oder nach Europa? Was meinen Sie unter echten Politik? Die größere Bühne, politische Bühne. Also glauben Sie, dass Niederösterreich keine echte Politik ist, oder wie? Herr Außenminister, bitte, bitte zwei kurze Fragen, Herr Außenminister. Sind so gut. Wir sind ja viel harmloser, als wir ausschauen. Jetzt wird gerade diskutiert, ob Mitterlehner durch Kurz ersetzt werden soll. Was glauben Sie, kann die ÖVP nur den Bundeskanzler stellen, wenn das ein Wiener Schnösel macht? Wissen Sie, man muss auf diesem Parkett schon eine Weltgewandtheit beweisen. Da ist man natürlich von der Provinz etwas sehr weit weg. Herr Außenminister, sagen Sie mir nur, wieso nicht? Sind's doch so gut. Er spricht nicht mit uns. Manche sagen ja, Mick Leitner hat vielleicht ein bisschen einen herben Charme. Ne? Aber ich glaube, für Niederösterreich wird es reichen. Ne? Schauen Sie, es geht nicht um die Person, wie sie ausschaut. Was tragen Sie heute für eine Kleidung? Welcher Designer ist das sozusagen? Das ist Stangenware. Okay, ich kenne den Designer gar nicht. Viele meinen, Michael Leitner ist ein bisschen ruppig, aber ich glaube, sie ist ein klasser Bursch, ne? Auf jeden Fall. Was viele gar nicht wissen, Sie gelten ja privat als äußerst sympathisch. Schauen Sie mich an. Sie sehen es auch. Übrigens, Michael Leitner hat dieselben Initialen wie Mona Lisa, auch wenn es manche Unterschiede zwischen beiden geben mag. Zurück ins Studio.